11 Riesenslaloms hat er zuletzt in Folge gewonnen. Er ist gefordert. Nur in Anführungs- und Schlusszeichen Dritter nach dem ersten Lauf. Und Haugan hat eine Superfahrt gezeigt. Was zeigt er uns? Der Zug los oben. Jetzt kommt der Steilen rein. Da bleibt er. Das ist wild, das ist sehr wild. Da ist die Zeit liegen geblieben. Definitiv Zeit gekostet. Eine halbe Sekunde im Vergleich mit Haugan. Jetzt muss er voll attackieren. Will er hier seine Siegesserie, aber auch seine Podestserie fortsetzen? Hat er nicht den nötigen Grip in den ersten Tor? Unten raus ist er schneller als alle anderen. War er auch in den letzten Rennen. Das Wie viel kann er noch gut machen? Ich weiß natürlich auch, dass das oben nicht optimal war. Nächster Zeitvergleich mit Haugan. Und? Ja, das ist unglaublich. Wieder können holen und jetzt hier die letzten Tore hier richtig ziehen. Das ist sein Terrain. Super getroffen. Das ist sein Abschnitt. Nichts mehr verschenkt. Marco, ja, das macht er. Wow! Übernimmt die Spitze mit 6 Zehnteln Vorsprung. Gibt's denn so etwas? Unfassbar! Eine halbe Sekunde. Ja, da werden sich die anderen 10 ausbeissen. Nach diesem Fehler hier. Wow! Man hat nicht viel gefällt, gell, dass er dort anhängt. Ja, das weiß auch er.